Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum Basel Tattoo 2023. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Herzen von dieser schönen Stadt, in dieser alten Kaserne. Und wir sind hier im Backstage-Bereich jetzt gerade. Um mich herum sind all die Mitwirkenden. Man spürt die Nervosität förmlich. Alle sind so jetzt noch am Büscheln, die letzten Handgriffe, die wir sitzen, bevor sie jetzt hier in die Arena rausgehen. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt langsam los. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Tattoo 2023 ist ganz speziell losgegangen. Statt am Schluss im Finale hat sich das Publikum an der Premiere am Anfang für die Nationalhymne erhoben. Und das hat einen ganz besonderen Grund gehabt. Zur Eröffnung des Tattoo ist nämlich die Patrouille Suisse geflogen. Ein gigantischer Anfang vom Basel Tattoo. Die Patrouille Suisse fliegt auf den Schlusston von der Nationalhymne vorbei. Und das ist nur ein Highlight von dieser Show. Während die Kunstflugstaffel von der Schweizer Luftwaffe wieder heimfliegt, haben wir für sie ein super Programm parat. Wir nehmen sie mit einmal rund um die Welt. Mit Spitzenformationen aus Neuseeland, Kanada, Mexiko, aus dem Oman, Europa und der Schweiz. Freuen Sie sich auf grossartige Choreografien, auf Blasmusik und exotische Tänze. Und natürlich auf Dudelsack-Melodien.
Dieses Jahr kommen ja die Hälfte der Pipes und Drums aus Schottland und aus Kanada. Das Basel-Tattoo erinnert damit an die Zeit im 16. Jahrhundert, wo 500.000 Schotten nach Kanada ausgewandert sind, dort ein neues Leben aufgebaut haben und dafür gesorgt haben, dass bis heute die schottischen Traditionen auch in Kanada aufrechterhalten werden. Das Pipes und Drums! By the center! Back march!
Das Kreuz und Drums! Reform Band! By the center! Back! March! Der schottische und kanadische Piper and Drummer kommen wir jetzt zu der musikalischen Vertretung aus der Schweiz mit der Lucerne Marching Band und sie haben uns aus der Innerschweiz ein Medley mit vielen bekannten Melodien mitgebracht. Thank you.
The Royal Regiment of Scotland and Dragoon Guards gedenken mit ihrer Darbietung der 51. Highland Division, die 1940 während der Schlacht von Dünkirchen gekämpft hat, grosse Opfer gebracht hat und schlussendlich hat müssen kapitulieren. Nach diesem denkwürdigen Auftritt ist es jetzt eine Zeit für ein bisschen Auflockerung hier in der alten Kaserne in Basel mit Musik und Tanz aus Mexiko.
verte Die nächsten Musiker sind jetzt das erste Mal in der Schweiz und dann jetzt das erste Mal zu Gast hier in Basel. Es ist die Military Brass Band aus der Ukraine. Ihre Heimatstadt Mariupol ist ganz am Anfang vom Ukraine-Konflikt schwer getroffen worden. Ihr Lebensmut und auch ihre Freude an der Musik ist aber nie ganz getriebt worden. Und darum ist es eine ganz spezielle Ehre und natürlich auch ein wunderschönes Zeichen, dass sie hier in Basel sind. Sie schaffen es, mit ihrer Musik, mit ihrem Auftritt hier quasi eine Brücke zu schlagen.
Standing Ovations für die Military Brass Band aus der Ukraine. Sicher für die grosse Darbietung, aber sicher auch aus Solidarität. Der schottische Akt ist ein fester Bestandteil des Basel Tattoo. Freuen Sie sich jetzt auf 200 Dudelsackspielerinnen und Spieler und Tambouren, natürlich aus Schottland und eben auch aus Kanada. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, as she sailed on a day over the sea to the sky. Mm-hmm.
10 Jahre lang haben die Macher vom Basel Tattoo darauf geschafft, dass die nächste Nummer möglich geworden ist. Pünktlich zu 50 Jahren diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Oman präsentiert sich die Königliche Garde und die Königliche Kavallerie. Und jetzt gibt's nochmal Grande Fiesta mit der Banda Monumental de México. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, mi sangre por
Gute Stimmung und viel Farbe haben die Mexikaner hier auf Basel gebracht. Tequila! Bevor es für die Mitwirkenden aber eine Tequila gegeben hat, wollte ich noch mit dem Tänzer Gabriel Nolasco reden. Gabriel, schön, dass du da bist. Hallo, wie geht's? Danke, mir geht's gut und du siehst super aus. Ist das so ein traditionelles Kostüm? Ja, das ist ein traditionelles Charro-Outfit. Du bist ja nicht das erste Mal hier in Basel am Tattoo. Was gefällt dir dort in Basel und am Basel-Tattoo? Basel hat einfach eine tolle Stimmung. Es ist ein magischer Ort. Du kannst hingehen, wo du willst, und du spürst Gastfreundschaft und wie warm die Schweizer sind. Sie behandeln dich, wie wenn du da zuhause wärst. Was habt ihr euch vorgenommen hier am Basel-Tattoo? Die sind ja sehr anders als die militärischen Gruppen. Was wollen ihr dem Publikum zeigen? Wir wollen zeigen, dass Mexiko nicht einfach nur Tequila ist und die Leute nicht hinter einem Kaktus leben. Wir wollen unsere Magie der Welt zeigen, dass wir auch anders sind und mehr zu bieten haben als die Klischee. Und das macht ihr auf eine sehr gute Art. Ich finde euren Auftritt einfach toll. Die sind auch sehr abwechslungsreich mit Tänzer, Mariachis und was sonst noch? Ja, wir haben Mariachis, Tänzer und Musiker. Wir haben eigentlich vor allem etwas und wir geben unser Bestes. Das macht ihr. Ich wünsche dir nur das Beste und eine gute Zeit in Basel. Danke vielmals. Es ist mir ein Vergnügen, hier zu sein und Mexiko zu repräsentieren. Ein bisschen ernster wird es jetzt mit einem Rekrutenspiel von der Schweizer Militärmusik. We'll be right back.
freut sich der Brigadier Hans Schatzmann. Er ist der Stabschef vom Schweizer Armeechef. Zwischen Schottland und Kanada haben wir schon dürfen erleben. Da wundert es auch nicht, dass die 50 Highland Dancers aus Kanada kommen. Thank you.
In der Band bei den Highland Dancers hat an der Ill-and-Piped Tara Howley mitgespielt. Und gerade nach dem Auftritt hatte ich die Möglichkeit, sie zu treffen. Mal schauen, wie gut sie Deutsch kann. Salut Tara, schön, dass du da bist. Es freut mich, hier in Basel zu sein. Wow, you're speaking German. Wie geht es dir? Wie geht es gut? Wie geht es dir? Mir geht es wunderbar. Oh, wow. Bis zum Schluss von Basel Tattoo redest du Deutsch wie ich. Ja, ABCDEFG, HIAK, LMNOB. Oh, I love you. Ich liebe den Klang der Ill-and-Piped. Es tönt einfach wunderbar. Ist es eigentlich schwer, das Instrument zu spielen? Dankeschön. Es ist schwierig zum Lernen, aber der Aufwand lohnt sich. Es gibt nicht viele Ill-and-Pipers und darum probiere ich den Leuten Mut zu machen und das zu lernen. Weil es hat einen Haufen Dudelsäcke. Und die sind wunderschön, aber die Ill-and-Pipers sind auch sehr schön. Sind denn die Iren auf die Schotten ein bisschen eifersüchtig, weil die Dudelsäcke ja viel bekannter sind? Nein, ich glaube nicht. Wir Iren sind sehr nette und offene Menschen. Und ich würde selber gerne Dudelsack lernen. Ich habe da sogar schon jemanden getroffen, der mir das Dudelsackspielen beibringen will. Wenn ich zurück in Irland bin, dann lerne ich das. Wenn ich jetzt heute würde anfangen, die Ill-and-Piped lernen und würde üben und mir ganz fest Mühe geben, wie lange hätte ich denn, bis ich es könnte? Ja, also, wenn ich dich würde unterrichten, dann könntest du in einem Jahr ein paar Stückchen spielen. Gut, dann bringst du mir Ill-and-Piped bei und ich bringe dir Deutsch bei. Gut? Das klingt doch gut. Genieß es noch in Basel und eine gute Show. Have a wonderful show. Dankeschön, thank you very much. Die nächste Band hat sicher die weiteste Anreise von allen. Trotzdem waren sie schon ein paar Mal am Basel Tattoo und sie sind auch in diesem Jahr wieder gekommen und haben das Publikum begeistert. New Zealand Army Band. We'll be right back.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, 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 better. Neuseeländer hier machen, ist der Haka. Ein Tanz und ein Ritual der Ureinwohner der Maori, wo sich Krieger früher noch auf die Schlacht eingestimmt haben. Heute machen das zum Beispiel auch die Rugby-Spieler vor dem Spiel, um ihren Gegner Angst zu machen. Against the thing we put in.
Und mit der Euphorie der Neuseeländer gehen wir jetzt direkt ins Finale vom Basel Tattoo 2023. Mit dem böhmischen Traum, einem der grössten Hits in der Bluesmusikszene, sind alle Bands ins Finale eingelaufen. Unter der Leitung von Christoph Walter hören wir jetzt einen weiteren Welthit, bevor dann alle Mitwirkenden für den Schluss in die Arena kommen. No matter.
Standing Ovations für die Mitwirkenden vom Basel Tattoo 2023. Jetzt kommt der Moment beim Basel Tattoo, der für viele das absolute Highlight ist. Dann, wenn der Lone Piper vom Kasernendom oben abe spielt. Und hier auf dem Dom sind wir jetzt mit dem Korporal Hugh Mackay von den Highlanders. Und es ist eine ganz spezielle Sache, natürlich hier zu spielen. Hugh, being the designated. Hugh, es ist eine grosse Ehre, der auserwählte Lone Piper zu sein. Wie ist es dazu gekommen? It's a massive honor. Es ist eine riesige Ehre, speziell hier in Basel. Man wird vom Direktor der Dudelsackmusik der britischen Armee Pipers und der Royal Air Force Pipers ausgewählt und muss natürlich all die Piper-Kurs gemacht haben. Und bei dieser grossen Verantwortung, da bist du sicher sehr nervös. Ja, ich bin extrem nervös. Es ist sehr hoch da oben und es gibt viele Leute, die darauf angewiesen sind, dass ich richtig spiele. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du oben stehst und in die Nacht raus spielst? Wenn das Licht angeht und ich meine Melodie anfange zu spielen, dann stelle ich mir vor, was das Publikum denkt oder fühlt. Und ich fühle dann das Gleiche wie das Publikum. Das ist dann so ein richtig intimer Moment. Ja, definitiv. Du spürst das Publikum, die anderen Mitwirkenden. Man ist dann wie eine Familie. Und was spielst du jetzt heute für uns? Die Melodie, die ich heute spiele, heisst «The Dark Island». Dann genießt den intimen Moment mit dem Publikum hier in Basel. Danke, dass du da bist. Thank you very much. Basel Tattoo 2023 neigt sich so langsam am Ende zu. Eine grossartige und abwechslungsreiche Show. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bin hier noch ein bisschen auf dem Dom oben geblieben und habe die Aussicht noch ein bisschen genossen. Und wenn Sie auch noch mehr sehen wollen, dann gehen Sie auf online.srf.ch. Dort jetzt noch ganz viel vom Basel Tattoo. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.